Ich wollte das gerade also ausprobieren nochmal. Hello, 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 missing key quote. Okay, ich hatte unseren, ja, wir können eigentlich anfangen. Wir machen heute. Okay, soweit, alles klar, alle Zuhörer wieder da, ich begrüße euch. Wir hatten das letzte Mal noch kurz das nicht fertig gemacht mit diesem Continuation Passing Interpreter. Ich habe das jetzt in der Zwischenzeit, da haben wir zwei, drei Sachen gefehlt. Und habe außerdem noch die fehlenden Funktionen nachgeführt in Scheme Built-In, hier drin. Und zwar waren das da hauptsächlich eigentlich noch das Set, das zeige ich mal kurz, das Define, Lambda und so weiter, die mussten alle noch auf Continuation Passing, fangen wir mal mit dem Set an, umgestellt werden. Also hier ganz einfach, ich habe das straightforward gemacht, habe überall diese existierenden alten Argumente, ich kann das ja mal nebenher zeigen. Das alte System, C-Version, rekursiv, Built-in, da gab es auch schon das Set. Das finden wir hier. Also hier war ja der rekursive Aufruf in das Eval. Und da muss man natürlich hier wieder trennen. Also hier geht es eigentlich genauso weiter jetzt wie vorher, nur dass die Argumente hier jetzt nicht mehr, die muss ich natürlich irgendwie übergeben, die lokalen Variablen in der Continuation. Deswegen habe ich das hier so definiert und hier auch defines. Dann hier an der Stelle kommt wieder unser Call übers Trampolin, sodass er hinterher ins Built-in Set 2 landet, wenn er es evaluiert hat. Und dann kommt hier das Set Binding. Also wenn man es einmal gemacht hat, geht es eigentlich straightforward. Überall, wo Calls sind, kommt dann unser neues Makro hier rein, das dann den Call macht. Und dann gibt es eine Folgeadresse, was wir hier als extra C-Funktion gemacht haben, weil wir es halt nicht anders können in C. Das war beim Set, der Lambda ist trivial, der macht ja, der ruft ja nichts auf und evaluiert nichts, der bleibt quasi gleich. Define hat sich insofern geändert, Define guckt ja erst, ob das das einfache Define ist mit Variable und hinterher Expression oder ob es eine Funktionsdefinition ist. Das eine muss das gleiche machen, der muss hier aus Scheme Eval aufrufen und dann hier unten im Scheme Define 2 weitermachen, wenn er den Value hat. Und der andere kann es direkt hier machen. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Was jetzt noch fehlt, wäre Quote und ein paar Utility-Funktionen, habe ich gerade hier gesehen. Aber man schaut, sieht hier schon, dass es eigentlich im Prinzip funktioniert. Wir könnten das jetzt noch weiter treiben, aber das überlasse ich Ihnen. Als nächstes käme jetzt eigentlich nach diesem Abstract-Syntax-Tree-Interpreter, was wir jetzt hier haben. Zunächst hatten wir ja einen rekursiven, jetzt haben wir den mit Continuation-Passing. Als nächstes kommt jetzt eigentlich dann, dass wir Bytecodes erzeugen. Und das mache ich nächste Woche. Ich habe jetzt vorgeschoben, einfach damit wir mal was anderes zwischen rein machen, den Garbage-Collector. Wir haben ja hier die ganze Zeit immer Memory allokiert. Also ein schönes Beispiel, ich sage hier einfach sowas wie write cons von 1, 2. Schönes Beispiel, jetzt habe ich hier kurz eine Konstzelle angelegt und wer gibt die jetzt wieder frei? In unserem jetzigen System, weil wir einfach lazy waren und weil wir uns auf diese Details noch nicht konzentrieren wollten, haben wir ja einfach alles mit malloc geholt und geben es nie wieder frei. Das heißt, das Programm wird immer wieder größer, immer größer, immer größer und irgendwann mal stürzt es dann. Das Verhalten ist sicher dem einen oder anderen auch bekannt von anderen Programmen, die das nicht tun sollten, aber das ist im Prinzip ist das eben bei vielen Programmiersprachen so, dass man das von Hand dann irgendwie verwalten muss. Wann gebe ich was wieder frei? Und das ist aber eigentlich eine nicht triviale Geschichte, wenn das Programm nicht mehr trivial ist. Schönes Beispiel sind irgendwelche Kommunikationsprogramme oder irgendwelche Hilfsprogramme. Collection-Klassen sind ein ganz wunderbares Beispiel. Sie schreiben als Framework-Hersteller irgendeine schöne Collection-Klasse in C und Sie kriegen dann irgendwelche Elemente da rein. Und wenn jetzt einer sagt, remove das Element aus der Collection-Klasse, können Sie es als Collection-Klasse nicht wirklich removen. Derjenige, der es rausholt, kann es eigentlich auch nicht wirklich freigeben, weil er nicht weiß, ob sich jemand anders schon mal wieder rausgeholt hat in der Zwischenzeit in der Collection. Also wenn das Teams sind, die irgendwie nicht unbedingt super oft miteinander kommunizieren. Das heißt, das müssen sie dann. Sie müssen dann also jeden Mist dann definieren. Oder sie sorgen irgendwie dafür, dass es eine dritte Instanz gibt, die feststellt, ob es im System noch Referenzen auf das Objekt gibt. Und dann den Speicher freigeben. Entweder in eine eigene Free-List-Verwaltung oder dann wieder mit malloc-free an das Free wieder rausgeben. Und wie das funktioniert, das möchte ich jetzt heute mal erklären. Und da fange ich jetzt mit einem ganz berühmten, schönen Bild an, das ich schon x-mal gezeigt habe und das immer wieder für Belustigung sorgt. Wir stellen uns vor, unsere Objekte sind hier so kleine Fleischklöpse in einem Topf.
Also das hier sind unsere Objekte, also Kunstzellen oder Symbole oder Strings oder was immer wir haben. Und die Referenzen zwischen den Dingern, das sind Spaghettis. Und die kleben da so aneinander. Der Spaghetti hat hier eine Verbindung darüber. Dann brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr. Ah, das ist ein schönes. Und da hier noch einer. Und der hat Referenzen zu dem, vielleicht sogar sowas ganz Gemeines, sowas hier. Und der referenziert den da oben. Und diese ganzen Spaghetti-Fleischklops-Mischung, die steckt in einem großen Topf. Und aus dem Topf gibt es ein paar Spaghettis, die da rausgucken. Machen wir mal rot. Und anhand dieser kann ich noch auf diese Objekte, die da drin sind, referenzieren. Das hier sind die sogenannten Roots. Das sind vielleicht ein paar Begriffe, die wir am Anfang mal machen sollen. Also Root. Die Roots von unserem Objektbaum sind quasi die ursprünglichen Zugriffe, über die wir da reinkommen. In unserem Fall wäre das zum Beispiel die Symbol Table oder das Top Environment oder das Current Environment. Also wenn Sie eine Aufrufkette haben, haben Sie ja immer unten ein aktuelles Environment, in dem der gerade der Interpreter läuft. Oder später, wenn wir es mit Bytecode machen, das aktuelle Stackframe. Das Stackframe könnte auch da drin sein, also wenn das eine Sprache ist wie Smalltalk oder wie Scheme, dann könnte es sein, dass die Stackframes selber ihrerseits da innen drin sind und als richtige Scheme-Objekte oder als richtige Smalltalk-Objekte vorliegen. Aber in vielen anderen Programmiersprachen, zum Beispiel Java, liegen die dann außerhalb, zum Beispiel auf einem Stack. Da liegen einzelne Frames und diese Frames haben natürlich auch Referenzen hier rein zu irgendwelchen Objekten, Argumente oder lokale Variablen. Also das sind auch Roots. Ich nenne es mal die Call Chain, die Aufrufkette. Und das können bei, wenn Sie Multiple Threads haben, können das natürlich auch mehrere sein. Also das können mehrere Prozesse sein, eventuell sogar von verschiedenen CPUs gerade bearbeitet, die ihrerseits alle da Referenzen rein haben. Und jetzt haben wir also so viel allokiert, dass unser Topf langsam voll ist mit Fleischklöpsen. Da gibt es aber viele Fleischklöpse, die gar nicht mehr erreichbar sind, weil man die vorher mal angelegt hat. Genauso ein Fleischklops wie der hier, dieses Cons. Das wäre jetzt so ein Ding, was da drin rumliegt und im Grunde genommen so, das wurde mal angelegt mit zwei Referenzen, also das wäre unsere Kunstzelle, die hat hier eine Referenz auf zwei Zahlen, vielleicht sind die Zahlen auch getaggt, dann sparen wir uns die zwei, aber im Grunde genommen spielt es keine Rolle. Und wir hatten das vorher mal kurzfristig hier referenziert, haben das dann dem Print gegeben zum Ausgeben, da hat er es ausgegeben hier in unserem Fall, und nachher einfach vergessen, dass den Return-Wert vom Print. Mal abgesehen davon, dass der Print wahrscheinlich gar nichts zurückliefert, sondern Void zurückliefert. Das heißt, das wurde vergessen. Es gibt also jetzt da drin irgendwie so eine Objektstruktur und da gibt es normalerweise viele, die zum Teil untereinander noch weiter verkettet sind natürlich, zum Teil vielleicht auch ganz alleine für sich rumliegen, irgendwelche Strings, die man mal angelegt hat und bloß ausgegeben hat oder sowas. Und die Aufgabe ist es jetzt, hier wieder Platz zu schaffen. Das heißt, diese Objekte entweder per Free wieder freigeben oder auf eine eigene Free-Liste tun. Eine Free-Liste hieße, dass ich die alle irgendwo verkette, dass ich hier so eine freie Liste habe, das auf das erste vielleicht zeigt und dann hier alle freien miteinander irgendwie verkettet, sodass ich nachher, wenn ich das nächste Mal ein Cons allokieren will, erstmal in der Free-Liste gucken kann, bevor ich ans Malloc gehe. Ja, damit ich da den Speicher wieder verwende. Mache ich mal gleich wieder weg, die Free-Liste, weil das ist schon mal eine Sache, die wir nicht unbedingt haben oder nicht unbedingt eigentlich jetzt erstmal aufbauen wollen. So, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, wie man da vorgeht? Ich werde mal drei grundsätzliche Algorithmen, die ihrerseits Repräsentanten für die drei Hauptklassen an Algorithmen sind. Es gibt da sehr viele Details und Feinheiten und Tuning-Möglichkeiten, aber die drei Hauptklassen. Und ich fange mal mit der einfachsten an, die wurde auch als erstes erfunden. Die nennt sich Mark und Sweep, markieren und durchbürsten. Mark und Sweep. Bitte? Mark und Sweep. Und was macht der Mark und Sweep? Der schickt eine Ameise los. Diese Ameise hat einen kleinen Pinsel mit einem Farbtupfer und der sagt mir Folgendes: An jedem Objekt, an dem du vorbeikommst, tust du bitte einen Farbtupfer drauf machen und gehst dann rekursiv
in alle Erreichbare, machen wir da mal noch ein paar mehr hin, damit das vielleicht spannender wird. Gehst dann rekursiv zunächst einmal bei Konsen die linke Pass runter, solange bis du wieder auf was Markiertes triffst, gehst dann wieder zurück, merkst du also, wo du warst, das ist ein rekursiver Algorithmus, gehst dann wieder zurück und gehst dann den rechten Teilbaum runter, solange bis du auf irgendwas triffst, was schon markiert ist. Und bei jedem, an dem du vorbeikommst, machst du den Farbtupfer drauf. Also spielen wir mal Ameise. Das heißt, wir fangen beim Root an oder bei den Roots, wenn es mehrere gibt. Ja, aber das ist im Prinzip das Gleiche. Marschiere da runter, sage, aha, das hat noch keinen Farbtupfer, kriegt einen Farbtupfer. Ich merke mir, dass ich hier, ich gehe hier runter, merke mir, dass ich aber da nochmal runter muss. Das heißt, ich habe einen Steck. Also auf den Steck lege ich jetzt quasi erstmal eine Referenz auf das und sage, da muss ich wieder, das muss ich noch machen, die rechte Seite. Dann geht er hier runter, hat keinen Farbtupfer, okay, mach einen Farbtupfer drauf und geht jetzt rechte Seite runter. Merkt sich auf dem Steck, dass er hier nochmal wieder vorbeikommen muss. Geht hier runter, hier gibt es bloß ein Rechts, also geht er hier runter, macht einen Farbtupfer drauf, geht hier runter, kommt hier vorbei, macht einen Farbtupfer, geht erstmal hier die eine Seite runter, kommt hier vorbei, geht hier die andere Seite, geht hier die Seite, vielleicht sollte ich die vielleicht als gerichtete, weil wir haben hier auch einen gerichteten Graph, damit das, das war vielleicht ein bisschen blöd, wie ich angefangen habe. Und der wäre hier so. Es könnte theoretisch auch sowas passieren, das machen wir vielleicht gleich rein, dass ein Objekt, wenn das nämlich mehrere Slots hat, sogar eine Referenz auf sich selber hat. Oder wie in dem Fall, ein Zyklus drin ist. Also kommt er hierher, dann sagt er rechts rum, okay, Farbtupfer. Und er merkt sich natürlich immer, wo es noch weitergeht, also wo er herkommt. Sprich, hier komme ich her, hier komme ich her, hier komme ich her. So, und jetzt sagt er, okay, und jetzt geht er hier hoch und jetzt sagt er, aha, da habe ich schon einen Farbtupfer, also gehe ich wieder zurück. Gibt es da noch was zu tun? Ne, da gibt es keine weiteren Referenzen, also geht er wieder zurück, den ganzen Weg wieder hoch, hier zurück und landet dann hier an der rechten Seite, geht den Weg nochmal runter, macht einen Farbtupfer drauf, geht hier die Referenz los, dann merkt er, aha, da ist schon ein Farbtupfer, geht wieder zurück, geht hier wieder zurück und geht dann hier auf diese Seite nochmal runter, wobei er da wieder auch auf den Farbtupfer trifft und kommt dann oben wieder raus. Und wie ich sehe da, alle haben Farbtupfer, die ihm noch erreichbar sind, weil das Programm kann an die anderen gar nicht mehr rankommen. Es gibt ja nur über diese globalen Variablen, nämlich über Environment oder über Symbol Table oder irgendwelche globalen, gibt es nur Möglichkeiten, dass das Programm überhaupt mit irgendwelchen Objekten spricht. Außer natürlich in Programmiersprachen, wo man sich Adressen berechnen kann. Ja, also es gibt natürlich, ich kann natürlich in C kann ich sagen, Pointer plus 50 und kann mir da irgendeine beliebige Adresse dann irgendwo rausholen. Und das ist natürlich auch gefährlich, deswegen haben Garbage-Kollektoren in C und C++ wirklich eine harte Zeit. Wir kommen nachher noch darauf zurück, wie man da vielleicht Teillösungen findet. Das heißt, ganz wichtig ist es, dass zum einen die Sprache es nicht erlaubt, dass man da irgendwelche Manipulationen macht, dass man außerhalb dieses Graphes sich bewegt. Und das zweite ist, dass man alle Pointer hier erkennt. Also dass man auch weiß, wenn das zum Beispiel jetzt sowas ist wie eine Konszelle, dass die einen Karren und einen Kutter hat und nicht irgendwie ein anonymer Byte-Array, Byte-Block, wo irgendwo Pointer drin sein können. Weil der Mark muss ja wissen, welche er verfolgt und welche er nicht verfolgt. Also wenn es zum Beispiel ein String ist oder Bilddaten oder Videodaten, dann möchte ich diese Bitmuster, die da in den Videodaten oder in dem Datenblock drin sind, nicht aus Versehen als Pointer interpretieren. Das heißt, ich sollte schon wissen, wo stecken Pointer und wo nicht. Wenn es Objekte gibt in der Programmiersprache, die gemischt sind, in unserem Fall zum Beispiel Strings, Strings haben ja Charakterdaten hinten dran, oder so Byte-Vektoren, dann muss das der Header oder irgendwo, muss nicht notwendigerweise im Objekt sein, aber irgendwo muss eine Information stehen, wie ist das Layout von dem Objekt und wo sind Pointer und wo nicht, damit der Garbage Collector das nachher auffindet. Und das definiert, diese Pointer verfolgen kann. Okay, das war der erste Schritt. Das war die Markphase, Markierung. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich über den ganzen Speicher gehe und alle die suche, die keine Markierung haben. Das sieht jetzt hier in dem Bild ein bisschen schwierig aus, aber jetzt muss ich mal kurz ein anderes Bild malen. Nehmen wir an, Sie hätten das Memory hier so jetzt organisiert und hier wären jetzt die Objekte drin, die da irgendwie nacheinander allokiert wurden. Und die haben ja natürlich auch irgendwelche Referenzen hier jetzt drin, sowas und das da vielleicht auf sich selber und vielleicht noch eine zweite Referenz hier runter. Dann hätten wir hinterher nach der Markphase eigentlich alle erreichbaren, die Roots zeigen natürlich hier rein, alle Erreichbaren dann markiert mit so einem Knödel, mit so einem Farbtupfer. Und jetzt sieht man, was das Sweep macht. Das Sweep fängt einfach von oben nach unten an und sucht alle raus, die keinen Farbtupfer haben. Das heißt, in dem Fall, er würde sagen, das ist frei, das ist frei, das ist frei, das auch und das und das. Das erfordert aber natürlich auch wiederum,
dass wir nicht einfach den Malloc aufrufen für jedes einzelne Objekt, weil der Malloc gibt uns auch wild verstreute Adressen. Da können wir auch nicht einfach sagen, von einem Objekt zum nächsten hupfen. Das heißt, da wäre es gut, wenn wir vom Malloc erstmal einen großen Bereich holen und in diesem großen Bereich, das wäre dieser, dann selber die Allokierung machen, indem wir da einfach hochzählen. Weil dann können wir nachher sicher sein, dass wir den, wenn wir den Header entsprechend aufsetzen, dass wir zum Beispiel sagen, im Header ist immer eine Size-Field drin, Size, dann kann ich hier schön, kann der Sweep schön von einem zum nächsten hupfen, weil er einfach immer Pointer plus die Size nimmt und kann dann immer das nächste finden. Wenn die Dinger vorher allokiert wurden mit Malloc, dann muss ich mir selber was machen. Das heißt, dann müsste ich eigentlich sagen, ich tue alle, kann ich auch tun, dann kann ich den Header oben so machen, dass ich zum Beispiel alle allokierten verkette hier in einem zusätzlichen Feld. Das heißt, ich allokiere einfach nochmal einen Pointer mehr. Und immer wenn ich was malloke, dann verkette ich die hier so durch, damit nachher das Sweep da durchgehen kann und die Objekte findet, die ich jemals allokiert habe. Geht auch. So ein bisschen Overhead. Aber im Normalfall macht man es deswegen so. Das heißt, man allokiert sich einen großen Bereich und macht dann hier die Dinge drin. Weil den Header haben wir eh und da steht auch sowieso schon eine Size drin, zum Beispiel für Strings oder für Symbols oder für Vektoren steht oft eine Size drin und dann haben wir das Size-Feld. Und was der Markt dann zusätzlich noch braucht, ist ein Bit im Header. Das kann man meistens irgendwo abknapsen. Man kann zum Beispiel sagen, die Size, ach, ich erlaube nicht, dass einer 4 GB große Objekte allokiert, sondern vielleicht bloß 2 GB, dann habe ich ein Bit frei da oben drin in dem Header und kann das für das Markt nehmen. Ja, tatsächlich werden wir später sehen, dass es andere Garbage Collection Algorithmen gibt, die vielleicht noch ein bisschen mehr als ein Bit brauchen. Der kommt jetzt mit einem Bit aus. Okay, also in der zweiten Phase im Sweep geht dann also der Sweeper durch das ganze System von vorne nach hinten und sucht sich alle raus, die Markierung nicht gesetzt haben und tut die dann auf eine Freeliste. Die Freeliste ist einfach, da kann er ja den Platz da drinnen verwenden, die sind ja eh frei, kommt ja eh keiner hin, da kann ich also auch da drin mir eine Freiliste halten. Das heißt, er geht hier von vorne durch, sieht, aha, das hat eine Markierung, also am Anfang fängt er an mit einer leeren Freeliste. Irgendwie, da hat er so ein Free, der ist am Anfang nil. Und dann sagt er, okay, jetzt gehe ich hierher, prima, der ist markiert, überspringen, gehe mit der Size, spring hier weiter, also Void Pointer plus Size Feld und dann wieder casten auf sein Objekt, dann hat man es. Und dann sagt er, aha, das hat keine Markierung, dann sagt er, okay, ich tue hier in das erste Slot, tue ich die existierende Freeliste Pointer rein, nil, und setze meine Freeliste hier drauf. Und so geht er gerade durch. Das heißt, am Schluss habe ich dann, im zweiten Schritt käme ich dann hier vorbei, würde den Pointer auf das vorige setzen und die Freeliste hier drauf zeigen lassen und so weiter. Und am Schluss hätte ich dann, wenn ich unten rauskomme, hätte ich hier eine schöne, der zeigt auf das. Und der letzte da unten, der zeigt auf das hier. Und die Freeliste würde ganz am Ende, wenn ich hier durch bin, auf den zeigen. Und wenn ich jetzt das nächste Mal was allokieren muss, also zum Beispiel wieder einen Cons brauche, dann könnte ich zuerst auf der Freeliste gucken, ob ich da eins finde. Und wenn ich da keins finde, dann allokiere ich wieder weitere Objekte oder ich vergrößere den Speicher. Da ist auch wieder schön, wenn man das vorher zum Beispiel in großen Chunks, sagen wir mal 64 Megabyte oder 32 Megabyte oder 5 Megabyte, 4 Megabyte, irgend sowas in großen Blöcken kauft, würde ich gerade sagen, von Malloc kauft oder vom Betriebssystem, ist natürlich auch schön, wenn man beim Sweepen, wenn das am Stück ist, wenn ich jetzt einen weiteren Chunk brauche, kann ich ja wieder so einen großen holen und dann muss ich halt beim Sweepen auch aufpassen, dass ich dann auf die nächste Grenze und da weiter sweepe. Da muss ich dann einzelne Chunks sweepen. Oder ich organisiere es gleich von Anfang an so, das kann man bei manchen Systemen machen, dass ich mir mit MMAP gibt es unter Unix, da kann, oder unter Windows heißt es Virtual Alloc, da kann man sich Speicher direkt vom Betriebssystem geben lassen, sprich am Malloc vorbei. Das, was der Malloc selber macht, kann man da selber aufrufen. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ach, ich reserviere mir erstmal vielleicht ein halbes Gigabyte oder wegen mir 2 Gigabyte reserviere ich mir, dann klaut es mir kein anderer, der Malloc klaut es mir nicht. Aber allokieren von diesem 2 GB tue ich jetzt erstmal bloß 128 MB. Und wenn ich jetzt mehr brauche, dann sage ich einfach, komm, hol mir dann nochmal mehr. Dann kann ich da megabyteweise oder sogar pageweise tatsächlich effektiv mir mehr Memory geben lassen. Im Normalfall macht man das auch nicht so in so kleinen Granulaten. Das heißt, wenn sich herausstellt, dass die Freeliste zu klein wird und ich laufe aus, dann wird so ein Programm normalerweise dann richtig gleich wieder ranklotzen und nochmal 16 MB holen oder 20 oder was immer. Also in größeren Stücken.
Heute mit den Maschinen brauchen wir irgendwie. Also das, zum Teil sind die Algorithmen entstanden, da hatten wir noch 512 Kilobyte. Heute spricht man von Gigabytes, also da kann man mit 128 Megabyte mal geschwind annotieren, ist heute kein Thema mehr. Das ist ja auch, man muss auch noch sehen, solange ich da nicht reinfasse in dieses Memory, wobei dieser Algorithmus fast dummerweise, naja, es gibt auch bessere, die das nicht tun, wenn wir gleich sehen, solange ich nicht reinfasse, kann ich natürlich vom Betriebssystem so viel ich will virtuell allokieren, weil das ist ja nur virtuelles Memory. Erst wenn ich drauf lange, kommt es ins Memory rein, gibt es Paging-Algorithmen, Paging-Aktivität. Das heißt, dass, solange ich da nie was mache, kann ich hier 2 Gigabyte allokieren. Ich kann mir ein Programm, wenn man das Smalltalk anguckt, das hat ein Virtual Size von im Moment wahrscheinlich 16 Gigabyte, weil der sich alles schon reserviert hat, aber die in Memory, die Resident Size, das ist das, was tatsächlich da ist, das ist bloß ein paar Megabyte. Ja. Muss man also aufpassen, wenn man nachher PS macht und guckt und sieht, oh, der hat ja 2 Gigabyte hier. Das ist nur virtuell. Das ist nur, wie viel er virtuell in seinem Adressraum hat. Man muss immer auf die Resident Size gucken. Resident ist das, was er tatsächlich in Memory hat, wo er reinlangt und wo er mit schafft. Jetzt schauen wir uns den Algorithmus mal an. Was hat er für Nachteile und für Vorteile? Also erstens mal ist er sehr simpel, relativ trivial zu implementieren. Also man muss nur für jeden, im Prinzip brauchen wir so ein Mark-Programm, was angefangen von denen, und das muss er halt wissen, das ist ein Cons, da rufe ich mich rekursiv für links und rekursiv für rechts auf. Ist ein Vektor, da rufe ich mich rekursiv für jedes einzelne Feld auf, was ich habe im Vektor. Ist es ein Symbol, brauche ich gar nichts machen, weil da eben bloß Characters drin sind und keine weiteren Referenzen. Ist ein String, ebenso. Ist ein Number, ebenso. Ist ein Environment, da muss ich die Keys und die Values durchsuchen. Und ist, was gibt, das bleibt es nur, das war es eigentlich schon. Continuation, da muss ich, das würde ich vielleicht sogar, da müsste ich die Felder durchgehen, und dann die Kette hochmarschieren, die Senderkette. Also das heißt, man hat ein relativ triviales Markprogramm. Wir können es nachher mal angucken in Realität. Und der Sweep, der geht von vorne durch und sammelt die auf und tut sie auf eine Friedliste. Und unser Alloc, unser Scheme-Alloc oder unser Programmiersprachen, wie immer ihr sie nennt, Alloc, der wird jetzt so geändert, dass er zuerst, bevor er an Malloc geht, guckt, ist auf der Friedliste was drauf? Wenn nicht, holt er sich einen großen Klops, damit er es nachher sweepen kann, nicht bloß einzelne kleine Dinger, und hat hier vielleicht einen Allocation Pointer, sprich, wenn er sich jetzt mal was Großes geholt hat, dann hat er hier einen Pointer, das wäre mein Alloc Pointer, und wenn er auf der Freeliste nichts findet, dann setzt er den Alloc Pointer runter und liefert das zurück als Adresse fürs nächste allokierte Ding. Solange bis er hier unten anschlägt, dann kommt der Mark ins Sweep wieder dran, hoffentlich schafft er, dass er einiges freischaufelt da drin wieder, und dann geht es wieder eine Weile weiter. So, also trivial ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber der ist relativ einfach und simpel zu implementieren. In einer Stunde oder zwei hat man das wahrscheinlich gemacht und vielleicht nochmal 3 Stunden zum Debuggen. Aber nicht so arg schwierig. Was hat er aber für Nachteile? Also es gibt ein paar große Nachteile, die er hat. Der erste, also Plus, ist simpel, Deutsch. Und er braucht da nicht viel Code, also er ist relativ, ja. Er hat vielleicht auch noch ein Plus, das muss man sagen, das hängt davon ab, wie man sieht. Das ist gleichzeitig ein Plus und gleichzeitig ein Minus. Wir werden nachher Garbage Collection Algorithmen besprechen, die gleichzeitig komprimieren, das heißt die Objekte da hochmoven und zusammenschieben. Das kann ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein. Im Allgemeinen ist es ein Vorteil, weil man die Fragmentierung vermeidet. Aber der hier, der schiebt nichts zusammen. Das heißt, es kann sein, dass ich hier 100 Megabyte, aber alle sind sie viel zu klein, weil ich nur Konstzellen hier drin frei habe. Und ich brauche jetzt aber dummerweise irgendwie einen String, der 2 Bytes mehr braucht. Ja, dann heißt es, da habe ich 100 Megabyte an lauter kleinen Lücken, die alle frei sind, weil ich viele Konst da vorher mal allokiert habe und der hat es ja auch wieder schön freigegeben. Aber ich finde da kein Stück, was groß genug ist, um mir den String zu halten, den ich jetzt gerade brauche. Und das nennt man Fragmentierung, das heißt, das ist eigentlich ein Nachteil. Fragmentierung ist hier möglicherweise ein Problem. Der Vorteil ist wiederum der, wenn die Programmiersprache mit C zusammenarbeitet oder anderen Dingen, dann kann ich dem natürlich die Adresse von so einem Objekt rausgeben. Ups, so wollte ich es jetzt, Entschuldigung, rausgeben. Sorry. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen IO-Buffer habe oder hier einen String und will den String jetzt irgendwie dem printf geben, muss ich nur dafür sorgen, dass meine Strings hier auch null terminiert sind, dann kann ich das dem Printf rausgeben. Und selbst wenn ich während der Printf
Das printet, das können wir sagen, das dauert ja nicht so lange, aber nehmen wir an, der Printer printet auf den Socket und er muss da warten, weil er gerade blockiert. Da kann es auch mal eine Sekunde dauern, bis der Printer wieder rauskommt. Und in der Zeit könnte ich natürlich schön Garbage collecten oder im Hintergrund oder was anderes machen. Das stört den Printf eigentlich nicht, solange die Objekte eben alle an ihrer Adresse bleiben. Wohingegen, wenn ich währenddessen komprimieren würde und Objekte verschiebe, dann würde ich dem Printf unter Umständen seinen IO-Buffer, seinen Input, unterm Hintern wegziehen. Ja? Der Printf hat zum Beispiel schon die ersten drei Characters rausgelesen, jetzt stellt er fest, oh, der Socket, oder wer immer mit wem ich kommuniziere, das Terminal kann gerade nicht, ja, weil der User Control S drückt hat und Scrolling verhindert und dann hat der Printf drei Characters ausgegeben oder drei Zeilen und wartet darauf, dass es weitergeht und sobald der User Control Q wird er weiterlesen. Jetzt hat sich der Printf gemerkt, ich war hier, hat einen Teil schon ausgegeben und jetzt komme ich her und tue ihm das Objekt unterm Hintern wegschiebe und was immer dann nachher da zufällig landet, wird dann ausgegeben. Das ist gefährlich, da kann man natürlich auch alle möglichen Fehler dann einhandeln, die man auch nur ganz schwer wieder reproduzieren kann, weil es dann immer drauf ankommt, zu welchem Zeitpunkt läuft der Garbage Collector und welche Objekte liegen da gerade. Das hängt dann vom Timing ab oder was ich vorher eingegeben habe und lauter so Sachen. Schwierig zu reproduzieren. Also das ist durchaus ein Vorteil in manchen Situationen. Deswegen haben wir jetzt hier eigentlich ein bisschen einen Konflikt. Zum einen haben wir den Nachteil der Fragmentierung, zum anderen haben wir den Vorteil, dass die Adressen sind fix. Müssen wir nachher abwägen, weil andere Garbage-Kollektoren, der hat, das ist immer für und wieder. Man kann das aber später, wir werden sehen, man kann das auch kombinieren, man kann auch Speicherbereiche dann haben, die man fix lässt und andere, die man komprimiert, und dann tut man IO-Buffer und solche Sachen in die Fixen rein. Das nächste Problem, das er hat, ist, man sieht es ganz deutlich, der muss die Welt anhalten eigentlich zunächst mal. Wir werden nachher sehen, dass es eine inkrementelle Version gibt, die Welt nicht anhalten muss. Aber während der hier Garbage collected, während der hier die Dinger da durchsucht, nehmen wir mal an, die Ameise ist jetzt hier unten angelandet, kann ich das Programm nicht weiterlaufen lassen. Ich kann nicht eine zweite CPU so ganz einfach trivial sagen, mach du mal Mark und ich laufe weiter als Programm. Weil wenn der jetzt währenddessen, nehmen wir mal an, der hat hier markiert und das hat jetzt schon eine Markierung, ja, und die Ameise, also unsere Markierungsameise ist jetzt da unten und ist da unten beschäftigt gerade. Und jetzt kommt die zweite CPU daher und schafft währenddessen und sagt, ach, ich hole mal ein neues Objekt, lege das mal an und setze den Pointer da drauf, der interessiert mich nicht mehr, dann hat dieses Ding nie eine Markierung gekriegt. Weil die Ameise läuft da unten rum und selbst wenn sie von oben nochmal rein käme, wird sie sehen, ah, das ist ja schon markiert und wird dann nicht mehr weitergehen. Das heißt, da müssen wir dann schon, es gibt eine relativ einfache Lösung dafür, aber es ist nicht automatisch. Das heißt, so wie ich ihn jetzt gerade beschrieben habe, ist dieser Algorithmus nicht unbedingt im Background oder nebenher laufen zu lassen. Das heißt, es ist ein Stop-the-World-Garbage-Collector. Die Welt stoppt, also ich kann nichts ausführen währenddessen. Ich mache mein Garbage-Collect und dann nachher geht es weiter. Das muss man bedenken. Aber wie gesagt, es gibt da eine Variante, die besprechen wir gleich, eine inkrementelle Variante davon. Aber so wie ich ihn jetzt beschrieben habe, und das ist ein großer Nachteil, das ist also Stop-the-World, nenne ich es mal. Garbage Collector. Das war auch bei den ersten Implementierungen und häufig, wenn man jetzt eine Programmiersprache neu auf den Markt kommt und irgendeiner hat die mal entwickelt, dann merkt man, ah, der hat da nicht richtig drüber nachgedacht, weil manchmal ist dann so, dass es mal eine Sekunde stockt oder so, dass es einfach nicht weitergeht, weil der gerade ein Garbage Collect macht. Bitte? Ruby. Ja, das sind immer die ersten Varianten, bis dann irgendwie man sich dann mal überlegt, ach, das geht vielleicht doch besser, weil das einfach so schnell zum Implementieren ist. Das ist einfach ganz einfach zu machen. Und für viele Sachen tut es das ja auch. Also es hängt ja auch wirklich davon ab, wie viel Speicher man denn hier hat. Also wenn ich jetzt auf irgendeinem Mobildevice laufen habe, da bloß 128 Kilobyte zu verwalten, das ist in 0,nix-Quintmark hier. Das merkt man, es geht zwischen zwei Tastaturanschlägen unter diese Zeit. Aber wenn das jetzt mal ein paar Gigabyte sind und vor allem, wenn ich nachher Paging-Aktivität habe, angenommen, ich war in den Bereichen schon lange nicht mehr, mein Programm hat da irgendwie große Datenmengen allokiert mal, Videodaten oder sonst irgendwas oder auch große Objektbäume und jetzt kommt der Markt daher und bekommt da plötzlich nach einer halben Stunde wieder an Objekte vorbei, die schon lange nicht mehr zugegriffen wurden. Dann liegen die womöglich gar nicht mehr im Speicher, sondern das Betriebssystem hat die schon lange rausgepaged, die liegen auf der Platte und wenn ich jetzt da drauf zugreife, gibt es einen Pagefall, der holt jetzt gleich von der Platte erst rein und dann kann das richtig ätzend lange gehen. Ja. Vor allem, wenn ich mehrere so große Programme gleichzeitig auf dem System laufen habe, dann können die sich gegenseitig durch das Paging die Performance ganz gewaltig kaputt machen. Das nennt man Trashing dann, wenn das System im Prinzip nur noch Seiten hin und her schaufelt. Der eine greift drauf zu, nimmt dem anderen Prozess die Teile weg, der andere Prozess macht vielleicht auch gerade einen Garbage Collect, will
will die Seite, will für sich eine Seite haben, der holt sie dem anderen wieder gerade weg. Und da kann es natürlich dann übel zugehen. Vor allem, weil der Mark-Algorithmus nicht unbedingt vorhersehbares Seitenzugriffsverhalten hat. Also das Paging mag es ja, wenn ich sequenziell auf Seiten zugreife. Der Mark geht aber ziemlich randommäßig, wie die halt gerade allokiert waren, durchs Memory durch. Das heißt, die Verpointerung hat nicht notwendigerweise, oft ist es so, aber nicht notwendigerweise, was mit der sequentiellen Zugriffsreihenfolge zu tun. Das heißt, dieses Objekt liegt nicht notwendigerweise in der Nähe oder in der gleichen Page oder in der nächsten Page wie dieses, sondern es kann ganz woanders liegen. Das heißt, es kann sein, ich komme hier rein und wenn dann meine Ameise hier rüber geht, dann muss er eine Page ganz weit hinten reinpagen, um das eine Objekt geschwind zuzugreifen. Dann geht er hierher, das ist wieder eine dritte Page. Schöner wäre es natürlich, wenn die Cluster irgendwie in einer Page wären oder sowas. Auch das machen andere Garbage Collection Algorithmen besser. Hier bleiben sie ja, weil es fix ist, immer an der Adresse, an der sie am Anfang mal waren. Und wenn diese Bäume am Anfang mal hintereinander aufgebaut wurden, dann sind sie auch schön sequenziell. Aber wenn da eine Weile drauf gearbeitet wurde, zum Beispiel unsere Continuations oder diese Environments oder sowas, da, die werden ja immer wieder verwendet, auch mit der Freeliste, die hat da auch einen Einfluss drauf, da verwende ich Objekte wieder, die nicht mehr irgendwie Lokalität zeigen zu dem, wo ich gerade bin. Und dann wird der Mark also ziemlich randommäßig durch die Pages gehen. Der Sweep ist relativ harmlos. Man kann beim Sweep, der Sweep geht von vorne nach hinten durch. Das heißt, es gibt auch Betriebssysteme, und zwar dazu gibt es diesen Aufruf, da kann man dem Memory-System sagen, ich werde mich jetzt in Zukunft sequenziell verhalten. Und dann weiß das Paging, dass immer wenn da ein Page-Fault passiert, dass der User demnächst wahrscheinlich die nächsten Pages auch zugreifen wird und holt die schon mal auf Verdacht rein. Das hat man in den 70er Jahren dem Betriebssystem Unix beigebracht in Berkeley, weil die dort ein großes Lisp-System am Laufen hatten und das ging einfach beim Garbage Collect nicht gescheit voran. Und dann haben sie diesen M-Access oder M-Sequential, M-Advice ist es genau. Da kann man also sagen, ich verhalte mich jetzt randommäßig während dem Markieren und nachher ich verhalte mich jetzt sequenziell beim Sweepen und dann kann das Betriebssystem ein bisschen darauf reagieren. Das hilft aber, ja, das hilft nur bedingt, aber es hilft ein bisschen. So, also das wäre jetzt die Access Pattern, also Random Access bei Mark. Da könnte man jetzt vielleicht sagen, plus sequenziell bei Sweep. Die nächste Frage ist, wie lange braucht der? Also angenommen, wir haben hier n Speicher, also wir haben unser Gesamtspeicher ist groß n und unser gerade noch, sagen wir mal, allokierter Speicher, also der erreichbare Speicher, die lebenden Objekte, nicht Garbage, wäre klein n, dann können wir sagen, der Mark muss auf jeden Fall alle Lebenden einmal erreichen. Und zwar genau einmal, weil er ja merkt, er kam schon mal vorbei. Also im Grunde genommen ist das irgendwie ON. Und dann der Sweep, der geht immer alle durch. Egal, ob das jetzt Garbage ist oder ob das jetzt noch Lebende sind, der geht gesamte N durch. Das heißt also, wir haben irgendwie sowas wie N plus N. Wobei das natürlich ON nachher wieder ist, das reduziert sich dann. Aber wir haben auf jeden Fall eine Abhängigkeit von der Memory-Größe. Je größer das Ding ist, desto länger braucht er. Und zwar unabhängig davon, wie viel davon Garbage ist und wie viel davon lebt. Wenn wir aussehen, wir haben dann noch sehen, dass es andere Algorithmen gibt, die sich da besser verhalten. Also ON. Und das N ist relativ groß, muss man sagen. Also angenommen, Sie haben jetzt hier ein Gigabyte und möglicherweise, ich sehe da gar nicht, also möglicherweise kann man hier große Bereiche überspringen, wenn man es jetzt zum Beispiel schafft, die Freeliste zu reorganisieren. Also angenommen, ich diese Situation hier, während er die Freeliste, ach übrigens, das muss er sowieso machen, oder das wäre sowieso gut, wenn er das macht. Hier haben wir eine Situation gehabt, dass zwei Objekte hintereinander in der Freeliste sitzen. Das kann der Sweep erkennen, während er da durchsweept und kann da natürlich einen größeren Klotz draus machen. Das heißt, er kann, wenn er Glück hat, aber das ist ein bisschen Heuristik, da kann man sich nicht drauf verlassen. Eine richtige Fragmentierungsvermeidung würde komprimieren, aber der kann ein bisschen vielleicht hier auch, wenn er vorbeikommt, noch helfen. Ja, und zwei, also wenn ich jetzt große Blöcke, die ich vorher miteinander allokiert habe, nicht mehr erreichbar habe, dann wird es wahrscheinlich auch sein, dass hier große Blöcke hintereinander von kleinen Objekten, also viele Konse zum Beispiel oder viele Strings,
hintereinander liegen und die sind alle frei. Und wenn er hier diese Freelist-Kette baut, dann kann er natürlich feststellen, ah, das ist ja genau der Pointer, wo ich jetzt meine Last-Referenz reinspeichere, das ist genau plus Size, bin genau wieder ich. Und dann kann er sagen, na, jetzt natürlich da oben die Size vergrößern und macht da einen großen draus, während er was wiegt. So, belassen wir es mal dabei, das Erste. Ich werde die inkrementale Variante davon nachher beschreiben, oder vielleicht gleich? Schwierig. Ah, machen wir erstmal alle grob durch und dann sprechen wir über die Verfeinerung. Okay, kommen wir zum zweiten Algorithmus. Der zweite Algorithmus ist, also das Bild gilt für eigentlich für alle, mehr oder weniger. Ich mache es jetzt mal weg, damit ich ein bisschen Platz habe. Der zweite Algorithmus muss ich erstmal hier wieder aus sauber machen und meine Marks wegmachen. Der zweite Algorithmus klingt auf den ersten Blick eigentlich ganz vielversprechend, stellt sich nachher aber als Niede raus. Der nennt sich Reference Counting. Reference Count. Ja, Englisch, Deutsch, Referenz zählen, Referenz. Und der sagt sich Folgendes, ich lasse da nicht eine Ameise mit durchlaufen, sondern jeder Fleischklops merkt sich, wie viele Spaghettis in ihm stecken. Gut Deutsch. Und wenn der letzte Spaghetti rausgezogen wird, dann schmeißt sich der Fleischklops auf die Freeliste. Mehr oder weniger. So kann man das vielleicht, ja, das ist vielleicht ganz nett. Also das mit dem Topf hat immer allen gefallen und das bleibt einem dann in Erinnerung. Also mit anderen Worten, wenn ich ein Objekt allokiere, dann kriegt das erstmal das hat ein kleines Zählerfeld drin, also vielleicht im Header. Wir hatten ja vorher bei Mark and Sweep, ach so, das ist vielleicht noch ein Plus. Ich brauche bloß ein Bit Overhead. Overhead im Header. Der Reference Count würde im Header vielleicht ein kleines Feld, sagen wir mal, das müssen wir noch überlegen, wie wir damit umgehen. Sagen wir mal zunächst einmal, es wäre beliebig groß, also er hätte hier ein Count-Feld und am Anfang wird dieses Objekt, wenn es angelegt hat, erst einmal mit 0 quasi angelegt und jedes Mal, wenn ich eine Referenz da auf dieses Objekt in ein anderes Objekt reinschreibe, also sprich, ich erzeuge sowas, ich erzeuge einen Link dazu, dann wird der Count um 1 erhöht. Und wenn ich einen Pointer wegnehme, sprich, ich allokiere wieder was Neues und ich setze den Pointer jetzt von hier um auf den hier, dann kriegt der natürlich 1 und der kriegt 0. Sprich, eigentlich betrifft es unsere Set-Primitive, die mit Ausrufezeichen. Die ist eigentlich da kritisch. An der Stelle kann man nämlich solche Sachen erzeugen. Natürlich das Neuallokieren auch, aber der Pointer bleibt zunächst mal eine Weile auf dem Steck oder sowas und wird dann, oder irgendwo intern im Register, aber irgendwann einmal wird der Pointer entweder ins Environment reingeschrieben oder in die Current Continuation oder in ein anderes Objekt mit Set-Car, Set-Kütter oder mit Cons kreiere ich jetzt ein neues Objekt, was wiederum zwei Referenzen auf bereits existierende Objekte hat. Also angenommen, ich habe jetzt zwei allokiert und erzeuge mit Cons ein neues, dann kriege ich hier durch das Cons. Das heißt, der Con und das Set macht natürlich die Situation, der muss sich auch um das Runterzählen kümmern. So, also das heißt, gut, wir müssen halt dann schauen, wo werden überall Referenzen erzeugt im Programm. Am besten macht man das per Makro, dass man dann nicht mehr irgendwie bloß im C-Programm schreibt, foo gleich bar, sondern dass man da sowas, so ein Makro schreibt oder eine kleine Inline-Function, die da heißt set foo. Und dann muss der gucken, wo der hat das foo vorher hingezeigt, muss den Referenz-Count um 1 erniedrigen, wo zeigt es jetzt hin, dort den Referenz-Count um 1 erhöhen. Und wenn der Referenz-Count auf 0 geht, dann kann sich der Knödel in Müll schmeißen. Das heißt, der Knödel weiß dann, oder sprich diese kleine Inline-Funktion weiß dann, aha, der Knödel wird nicht mehr referenziert, er hat jetzt eine 0 und dann tue ich ihn gleich sofort auf die Freeliste. Ja. Also das ist sicher ein Vorteil. Also der Referenz-Count, vielleicht auch nochmal eine Sache, die müssen wir hier noch schreiben, das habe ich hier vielleicht als Plus vergessen. Wobei, so schlimm ist das nicht, aber der Plus wäre vielleicht hier noch zu schreiben, dass der Mark and Sweep eigentlich unabhängig von dem Programm, der braucht keine Unterstützung vom Programm. Das Programm kann machen, was es will mit den Pointer, solange überall gültige Pointer und solange ich weiß, wo die Pointer sind. Ich brauche aber keinen Support
ich muss mein Programm nicht verändern im Grunde genommen, das kann laufen. Das heißt, dass null Support nötig. Das wäre hier ein kleines Minus. Das heißt, ich muss jetzt an allen Stellen, wo ich mit Referenzen rumspiele, mit Pointern, muss ich beim Referenz-Count dafür sorgen, dass diese Zähler immer schön rauf und runter gezählt werden. Ich weiß nicht, Sie kennen das, wenn Sie so Ruby oder Python Interpreter, wenn Sie da jetzt irgendwelche eigenen Code-Primitiven schreiben, Native Code, also so C-Code, den man dann aufrufen kann von Python, da drin muss man dann immer aufpassen, dass man da, wenn man da was allokiert oder freigibt, dass man da mit dem Referenz-Counting da entsprechend, da haben wir auch so Makros und da muss man mit diesen Makros dann immer umgehen. Und wenn man das vergisst, dann läuft es eine Weile gut oder auch nicht, aber irgendwann einmal passiert entweder ein Speicherloch, dass der Speicher nicht mehr freigegeben wird oder er wird zweimal freigeben oder irgend sowas Blödes kann dann passieren. Das heißt also, man muss aufpassen, Achtung, sagen wir mal, Ref-Count, Behandlung. Und gut, das wäre Achtung, na, das kann doch kein Mensch mehr lesen, deswegen haben wir jetzt ein Video, kann man es wieder hören. Das zweite, und das ist noch viel, also dann das zweite ist der Overhead. Jetzt ist so, was passiert, wenn, also ich kann natürlich sagen, ich reserviere 32-Bit-Feld bei einer 4-Byte-Maschine oder bei einer 8-Byte-Maschine, ich reserviere gleich 64-Bit-Feld, aber die meisten Counts werden nie so groß. Und jetzt hätte im Header jetzt ein ganzes Langwort dafür zu reservieren für diese Counts, das erscheint manchmal ein bisschen Overhead. Das macht es am einfachsten, aber ich kann natürlich auch sagen, ich reserviere bloß 8 Bits, da kann ich bis 256 zählen oder bis 255 effektiv. Oder nur 4 Bits, dann kann ich bis 15 zählen. Da muss ich mir aber überlegen, was passiert, wenn dieser Count überläuft. Das heißt, man macht dann normalerweise Folgendes, man macht normalerweise einen Kompromiss, das heißt, man sagt, ich reserviere 8 Bits, aber wenn der Count überläuft, das muss dann auch diese Zählroutine behandeln, dann kommt das Objekt auf irgendeine Overflow-Tabelle drauf, da weiß ich, dieser Count gilt nicht. Oder da steht der richtige Count für dieses Objekt und in dem eigentlichen Objekt steht dann bloß 255 als Markierung, dass das eigentlich nicht stimmt, was da drin steht. Und immer wenn er nachher beim Runterzählen auf 255 trifft, muss er in dieser Overflow-Tabelle gucken, den richtigen Wert rausholen. Oder er kümmert sich, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, oder er kümmert sich gar nicht mehr drum und gibt es dann nicht mehr frei, zählt nicht mehr runter. Wenn es einmal bei 255 ankommen ist, zählt er nicht mehr runter und gibt es nicht frei durch einen Referenz-Count, sondern sagt, ich mache einmal nachts einen Mark and Sweep, wenn ich nichts zu tun habe, um Mitternacht. Und dann gucke ich nach denen Objekte, die ich da quasi vergessen habe, die mir unten durchgingen. Das macht er wahrscheinlich sowieso, weil wie wir gleich sehen, ist der Referenz-Count nicht vollständig. Der hat nämlich ein Problem, und zwar genau die da unten oder dieses hier. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Also der hat hier einen Referenz-Count von 1, weil er nämlich von dem Root reinkommt. Hier außen, also Root muss man aufpassen, wenn man eine globale setzt, muss man eigentlich genauso das Referenz-Counting betrachten. Der hat 1, der hier hat offensichtlich auch 1, der hat 1, der hat 1. Das ist alles wunderbar, der hat 0, der hätte sich auch schon wieder in Garbage geworfen. Aber der ist ein Problem, der hat nämlich hier 1, 2, 3. Und schauen wir mal hier, der hat gerade 0, der hat 1, der hat 1. Wobei, wenn der 0 hat, wenn wir gleich sagen, wenn sich jetzt also einer umbringt und auf die Friedliste wirft, muss er natürlich sich selber quasi ausnillen und alle Referenzen, die er zu dem Zeitpunkt noch hat, auch um 1 runterzählen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, denn der vorher hier, die Situation von vorher nochmal wiederholen, der hat hier 1 und referenziert noch 1. Und diese Referenz geht jetzt weg, dann muss ich ja hier auf 0 zählen und der sagt, ich schmeiß mich auf den Müll. Muss aber dann gleichzeitig alle, die er selber referenziert, auch noch runterzählen, damit die auch die Chance haben, sich freizugeben. Das heißt, da kann eine ganze Lawine losgetreten werden. Wenn ich da von einer komplexen Struktur oben die letzte Referenz weggehe, dann macht es rekursiv da runter und dann gehen die alle auf Null und schmeißen sich wieder auf die Friedliste. Aber hier haben wir das große Problem. Jetzt machen wir mal die Situation von dem. Da komme ich hier rein, der hat 2, der hat 1, der hat 1. Und jetzt verliere ich diese Referenz hier, angenommen hier, die Referenz geht verloren und ich allokiere ein neues Objekt und der Setter von dem Objekt schreibt dann etwas Neues rein. Ja, also der Setter in Scheme ist einfach, ist Setcar oder Setcutter, aber in Java oder in JavaScript oder in Smalltalk ist dann halt entsprechend der Instanzvariable, Private Variable Setter. Der hat das gleiche Problem, das ist gleich in grün.
Also ich habe hier vorher eine Referenz darauf gehabt, ich allokiere jetzt was Neues oder setze das auf 0, wecke mir irgendwas, setze das da drauf. Der wird erniedrigt, der geht auf 1, die Referenz ist weg und da passiert nichts mehr weiter. Das heißt, Zyklen sind tödlich für den Referenz-Count-Algorithmus, der kriegt nämlich Zyklen nicht weg. Der merkt keine Zyklen. Jetzt können wir sagen, naja, Zyklen, wer braucht schon Zyklen? Also in Lisp kommt es selten vor, dass man zum Beispiel so eine Kette hat, die auf sich selber zeigt. Aber wenn Sie jetzt ein GUI implementieren, da haben Sie zum Beispiel Views und die haben Subviews und der Subview hat ein Parent-View für die Eventbehandlung, weil wenn er selber nicht, dann will er sein Parent-View weiterleiten. Der Parent-View will alle seine Subviews, seine Children löschen, wenn er weggeht oder redrawn oder sonst irgendwas machen. Also in jedem GUI hier, wenn man sich das anguckt, da, und wir schauen uns mal die Hierarchie an, da sind hunderte von Fenstern drin und kleine Icons und alle haben so eine Referenz auf ihren Parent View, also auf ihren Container, in dem sie drin sind. Der Container, der hat Referenzen auf seine Children und ich schaue mal gerade in eins rein, Fenster auswählen und Fensterhierarchie angucken, da kann ich mir eins mit dem angucken und schaue mal, was da drin ist. Das war jetzt hier der da. Und da sieht man jetzt, dass es hier also auf oben irgendwelche da Menü-Panel und Notebook-View, das ist dieser Tab-View und so weiter und so fort. Aber jetzt gucken wir mal einen konkreten an, zum Beispiel dieses variable Panel. Das ist so einer, der da verschiebbar ist. Und da können wir die Variablen angucken, links unten. Und da sieht man, da gibt es hier zum Beispiel ein Super-View. Das ist quasi variable Vertical Panel. Das ist das der View, in dem er drin steckt. Und jetzt gehen wir mal zum Super-View. Da schauen wir, der hat hier Children irgendwo, wenn ich sie finde, Subviews, das ist eine Collection. Und da schauen wir mal da rein und da ist wieder eine Referenz auf dieses Panel. Das heißt, da haben wir schon einen kleinen Zyklus, wunderbar. Das heißt, da haben wir genau die Situation, der Parent View zeigt auf sein Children, das Children zeigt auf eine Collection, also so was wie eine List oder Array List oder was immer in Java. Und die Array List hat wieder eine Referenz auf sein Parent und damit haben wir den Zyklus drin. Das heißt, der Reference Count hat hier echt harte Probleme. Und es gibt keine einfache Lösung dafür, außer man hat noch einen Algorithmus, der dieses Defizit vom Reference Count nachher wieder löst, zum Beispiel den Mitternachtsmarken-Sweep. Ja. Das kann sein, aber dann hat man halt einen Background-Thread, der im Prinzip übers Memory auch nochmal ständig einen Sweep macht und da drin Zyklen findet. Weil übers Programm kommt er ja da nicht mehr hin. Das heißt, er muss eigentlich schon außerhalb vom Programm nach diesen Zyklen suchen. Also ich will mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen, vielleicht haben Sie eine ganz geniale Idee, aber ich wüsste jetzt nicht, wie er da hinkommt auf die Schnelle. Vielleicht müssen Sie mal nachlesen. Es gibt da eine andere Sache, die ersten Smalltalks hatten das auch, 72, 76, 78, als das erste Smalltalk, also für Sie, zur Zeit Ihrer Eltern Geburt, oder als ich auch quasi noch ein Kind war. Da gab es die ersten Smalltalk-Systeme, die hatten auch Referenz-Counting. Die Fehler macht man natürlich immer wieder. Jedes System macht sie wieder und fängt wieder genau gleich an. Und dann hat man den Programmierer gesagt, ja, wenn du deine Views zumachst, musst du dafür sorgen, dass die Subview-Parent-View-Relation aufgebrochen wird. Das heißt, man hat dem Programmierer gesagt, du musst dich gefälligst darum kümmern, dass diese Cycles dann, diese Zyklen weggehen, weil sonst kriegst du ein Problem. Das ist aber natürlich nichts anderes, als wenn man dem sagt, du musst manuell freigeben. Also das ist gerade so gut, wie wenn ich jemand sage, du musst malloc free, darfst free nicht vergessen, da darfst du halt den Cycle Break nicht vergessen. Das heißt, wenn ein Programmierer Fehler macht, und wir sind natürlich alle Menschen und machen Fehler ständig, laufend, dann führt es eben dazu, dass der Speicher dann nicht freigegeben wird. Also das ist für mich das dickeste Minus überhaupt, dass also nicht vollständig oder nicht ausreichend, ja, ausreichend. Also entweder besagter Cycle Breaker, vielleicht machen wir uns mal schlau, was der tatsächlich macht. Cycle Breaker, Fragezeichen, oder zusätzlicher Margin Sweep, der dann über Nacht irgendwie diese Leichen dann voll wegräumt. Oder, wollen wir nachher sehen, vielleicht auch inkrementell. Also der Margin Sweep, so schlecht der am Anfang aussieht, der hat ein paar Eigenschaften, den kann man nämlich nachher tunen, da kann man noch ein paar Sachen damit spielen, da kommen wir jetzt gleich drauf zurück. Das zweite ist das eigentlich, also dann gibt es noch was anderes, diese Kaskaden, also wenn ich jetzt große Objektbäume freigebe, weil da oben einer, dann kann das sein, dass da unten ganz schön viel passiert und da kann ich auch einmal
Gigabyte Freigabe rekursiv und es kann eben auch mal eine Weile dauern. Das heißt, man muss da auch wieder dafür sorgen, dass man das dann vielleicht verschmiert, diese Zeit. Das heißt, typischerweise tun sie hier dann nicht rekursiv gleich bis ganz unten durch, sondern bloß eine Weile oder vielleicht bloß eins, tun das dann auf die Freeliste und wenn das dann allokiert wird, machen sie dann inkrementell verschmiert dieses Runterzählen von anderen Objekten, damit das nicht an einem großen Stück passiert, weil sonst kann man da auch blockieren für eine Weile. Vor allem, weil ich hier natürlich auch jedes Mal wieder einen Read-Modify-Write-Zyklus brauche für jedes Objekt. Also das heißt, das ist nicht nur, dass ich das lesen muss, das Objekt, ich muss es auch noch schreiben. Was noch schlimmer ist fürs Paging, jeder weiß, bei Betriebssystemen, da kann ich nämlich nicht einfach die Seite wegschmeißen, sondern ich muss sie auch noch vorher, wenn ich sie rauspage, muss ich sie auch noch auf die Platte rausschreiben, weil sie ja modifiziert ist. Das heißt, und natürlich ist das Verhalten auch nicht voraussehbar, also da nützt mir auch mein M-Advice nichts mehr, das ist auch randommäßig, weil die natürlich auch irgendwo liegen. Jetzt könnte man natürlich auch, also es gibt hunderte in der Literatur, gibt es da hunderte Möglichkeiten und Versuche schon, die mehr oder weniger, auch manche gut sind. Also zum Beispiel die Counts muss ich ja nicht unbedingt im Header halten, ich könnte ja den Header außerhalb in der Count-Tabelle halten, als Beispiel. Einfach zum Nachdenken. Angenommen, ich habe alle meine Konse in einem Bereich und alle meine Strings und ich sorge dafür, dass die Strings alle immer Vielfache von bestimmten, oder ich habe überhaupt alle Objekte immer in Vielfachen von der Zweierpotenz zum Beispiel allokiert. Das heißt, ich habe hier alle Achter, alle Sechzehner und so weiter auf einzelnen Ketten und in den einzelnen Bereichen. Dann könnte ich mir hier relativ leicht aus der Adresse die zugehörige Index ausrechnen, wo ich den Count extern im Array halte. Ja, einfach indem ich hier durch 8 dividiere und das als Index hier reinnehme. Ich müsste halt dann für die verschiedenen Größen verschiedene Speicherbereiche haben und dann könnte ich die Counts alle da drin halten, dann müsste ich die gar nicht im Header halten und hätte damit dieses Problem weg. Das wäre auch fürs Caching ganz gut, weil für die Counts brauche ich ja bloß irgendwie ein kleines Feld, vielleicht 16 Bit wäre vielleicht sinnvoll. Und wenn ich da irgendwie, wenn die CPU darauf zugreift, dann holt sie sich natürlich immer gleich 4 bis 8 Stück mit einem Fetch, weil die Cache-Line ja immer gleich 128 Bytes holt oder sowas. Das heißt, es wäre durchaus ganz sinnvoll, wenn man das extern hält. Das kann man auch mit den Markbits übrigens machen. Auch die Markbits kann man auf die Art externalisieren. Der ganze Header könnte man externalisieren. Also man kann, wenn man die Objekte so organisiert, dass ich von der Objektadresse irgendwie zu dem rüber rechnen kann. Natürlich will ich nicht durchsuchen müssen jedes Mal, dann wird es natürlich elendig lahm. Aber wenn ich da mit einem einfachen Shift oder sowas von der Pointer-Adresse hier den Index ausrechnen kann, dann kann man die Sachen relativ leicht separat halten. So, aber auf jeden Fall, also die Referenz-Count-Behandlung, also das Rauf-Runter-Zählen, ist übrigens auch nicht ganz billig unter Umständen. Also angenommen, Sie haben jetzt einen großen Baum von Objekten oder so eine, viele Listen, in List bietet es sich ja an, Binärbäume und so Zeugs zu machen. Und Sie haben jetzt ein kleines Programm geschrieben, was da durchläuft. Und für jeden Knoten irgendwas, weiß ich, eine Checkfunktion aufruft, so ein Lambda, so ein Walker, so ein Binary Tree Walker. Dann passiert natürlich während dem Durchlauf hier auch, dass er jedes Mal die Referenz-Count, nämlich von der Referenz, von dem Programm, was da gerade durchläuft, rauf und runter zählt. Das heißt, das Programm selber kann dadurch durchaus ganz ordentlich gebremst werden. Also wenn die Operation, die er macht, bloß aus 2, 3 Fetches besteht, dann ist das Referenz rauf und runter zählen, kann das durchaus signifikant werden, also vielleicht so 20-30% der CPU-Zeit nachher brauchen. Also das ist die Frage, wie der Overhead ist. Es ist immer schwierig zu sagen, wo der liegt. Hier übrigens auch, hängt ganz stark von Dingen, aber so, sagen wir mal so, es gibt so Daumenregeln, dass der so zwischen 5-15% CPU-Zeit-Overhead braucht. Hängt natürlich wirklich ganz arg davon ab, was das Programm macht und wie die Speicher freigegeben wird und so weiter. Hier kann man auch sagen, zwischen 35%, also der ist sogar wahrscheinlich etwas teurer. Aber der hier hat halt, so wie er jetzt ist, zwar relativ wenig Overhead, aber halt am Stück blockiert. Wohingegen der vielleicht mehr Overhead hat bei bestimmten Programmen, aber halt verschmiert, wenn man dafür sorgt, dass dieses rekursive Freigeben auch ein bisschen verschmiert wird. Also insofern kann der Referenz-Count dann für den Benutzer durchaus sich besser anfühlen bei so interaktiven Programmen. Also schwierig zu sagen, 5-30%, und da wird mir bestimmt irgendjemand im Internet sagen, du spinnst ja, das stimmt überhaupt gar nicht, mehr oder weniger oder was immer. Ja?
Ja. 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 Also, ich habe selber einen, aber ich bin jetzt so begeistert von der Software, die sie so else machen, ganz weit unten drin. Ich halte das für vorgeschoben. Also man verkauft einem natürlich auch manchmal gerne irgendwas, weil man es nicht besser weiß oder weil man keine, was weiß ich, keine Ahnung. Aber diese ganze Objective-C-Geschichte, die ist sowas von. Muss man aufpassen, weil das ist jetzt öffentlich. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und im Grunde genommen ist das, was in den eckigen Klammern ist, ist Smalltalk. Und das, was außen ist, ist C. Und die Mischung, die tut eigentlich nicht wirklich richtig gut. Und man hat damals vielleicht versäumt zu sagen, ich stecke mal ein paar Ressourcen, ein paar gescheite Programmierer rein, den Smalltalk zum Beispiel schnell zu machen, zu der Zeit damals. Vor allem, als die das angefangen haben, da haben sie bloß ein paar Kleinigkeiten gemacht, da war das meiste noch in C. Jetzt wird es immer mehr, was quasi in Objective-C als Objective-C-Library da ist. Früher war das nur so High-Level-Window-Geschichten, aber heute finden wir alles Mögliche, also Container und Zeugs und was weiß ich. Und da wäre es eigentlich schon wichtig, dass das besser funktioniert. Die haben ja noch nicht mal einen richtigen Methoden-Lookup-Cache, was wir heute vielleicht auch noch besprechen. Also das Objective-C ist langsamer als das Smalltalk in den Klammern. Und zwar um einiges. Und sie haben kein Garbage Collection und sie haben keine Methoden-Lookup-Caches und. Und dann mit so einer fadenscheinigen Erklärung zu kommen, da würde ich erstmal das ausnutzen und Technologie, die heute Stand der Technik ist, da innen drin rein. Aber das ist immer noch 80er Jahre Technologie, also Objective-C, was der Code generiert und wie die Methoden aufrufen und so weiter, das ist eigentlich nicht Stand der Technik. Und das mit dem Referenz-Counting, es ist ja auch so, die haben ja dann auch so Workarounds. Zum Beispiel gibt es da so Memory-Arenas, dass man einfach sagt, ich habe da quasi so eine ganze Arena, das ist quasi ein Topf und den Topf kann ich en bloc wegschmeißen. Weil ich es einfach nicht in den Griff kriege, was da in dem Topf abgeht. Ja, also da Zones, Memory-Zones nennt sich das dann oder so in der Art. Also ich bin da nicht 100% davon überzeugt, ob das alles so stimmt, wenn man das sagt. Vor allem, wir werden jetzt gleich noch einen Algorithmus finden, der viel besser ist. Und vor allem der Mark and Sweep ist in dieser Variante hier einfach zu verstehen und einfach zu implementieren, aber kein Mensch, der halbwegs vernünftig ist, hat den als Haupt-Garbage Collection, außer vielleicht jetzt die erste Ruby-Implementierung oder sowas. Aber also die erste Sprachimplementierung, die ihr macht, macht er auch so. Aber ich würde damit nie kommerziell gehen oder irgendwie sagen, das ist jetzt der Stand der Technik. Das ist halt einfach nicht. Das ist einfach nicht. Also, jetzt gehen wir mal zum nächsten. Wir werden noch zwei, wenn man jetzt, also ich will ja hier nur quasi die Eckpunkte abstecken der Klassen von Garbage Collectoren. Jetzt kommen wir mal zum nächsten und der ist interessant. Bevor ich den. Wie würden Sie es denn machen, wenn Sie jetzt einen Topf hätten? Kommen wir wieder mit dem Topf. Wie würden Sie es denn machen, wenn da ein Topf wäre? Und das ist manchmal ist es auch beim Programmieren gut. Wenn man ans wahre Leben mal wieder kurz denkt, und da sind jetzt so unsere Fleischbällchen und die sind alle irgendwie miteinander verklebt und da hängt ein Spaghetti raus und da hängt ein Spaghetti raus. Und jetzt ist Ihre Aufgabe, alle Fleischklöpfchen rauszuziehen, die an diesen zwei Dingen noch dranhängen. Was würden Sie denn tun? Jeder normale, also vielleicht sind wir alle schon viel zu sehr verdorben durch 10 Jahre lang Java und Programmieralgorithmen, aber jedes kleine Kind, das noch nie was von Informatik gehört hat, wird sagen, ha, zieh doch heute das Spaghetti und lupst dir irgendwo in einen anderen Topf. Wenn ich an den Spaghettis ziehe, habe ich doch automatisch alle, die irgendwie da dranhängen und der Rest bleibt hinten, oder? Der Müll bleibt dann drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier als Kind an den zwei Spaghettis ziehe, dann kriege ich genau die Kette raus und jetzt brauche ich bloß einen zweiten Topf.
der am Anfang leer ist. Und jetzt sage ich, okay, zieh da, lupf sie da rein und das ist alles Garbage. Kannst du alles vergessen, kannst du den ganzen Topf wegschmeißen. So könnte man zum Beispiel von einer Zone in eine andere einfach alle rüberlupfen, die nur da sind. So, dazu brauche ich aber einen zweiten Topf. Das heißt, die Klöpse können an ihrer Stelle bleiben. Die Klöpse müssen ihre Adresse, ihre Location verändern. Und das passt wieder nicht mit C zusammen. Ja, also wenn die quasi das durchgezogen hätten, dann könnten sie eine vernünftige Garbage Collection machen. Aber sie haben es nicht durchgezogen bei Apple und bei vielen anderen. Das auch nicht. C hat das gleiche, C++ hat das gleiche Problem. Wenn die das durchgezogen hätten und nicht diese C-Kacke, wo wieder jeder irgendwelche Pointers addieren kann und irgendwie mit Bits, kann da sogar irgendwelche Bits umdrehen in Pointers, ohne dass das System merkt, das Laufzeitsystem, dann hat das Laufzeitsystem natürlich keine Möglichkeit, die Pointer sinnvoll zu verfolgen. Geht gar nicht. Und das ist der Hauptgrund. Also das sind alles Konsequenzen aus einer Entscheidung, die man mal gefällt hat in den 80er Jahren, als die CPUs vielleicht zu langsam waren für Smalltalk, aber da hätte man auch schon denken können, Mensch, wenn die jedes Jahr doppelt so schnell werden, in 4 Jahren, dann merkt kein Mensch mehr, dass da unten irgendwie ein bisschen Overhead ist durch Array-Bounce-Checking oder dass mein Stack-Frame auch tatsächlich ein Objekt ist. Das kümmert heute kein Mensch mehr. Und wenn ich mir das angucke, tatsächlich, mein Smalltalk kommt 5-mal so schnell hoch wie Eclipse. Also insofern bin ich mir gar nicht mal so sicher. Wie funktioniert jetzt der Algorithmus? Ich ziehe an den Dinger und alles, was ich kriege, lupfe ich in den anderen rüber. Wie mache ich das jetzt als Programm? Das ist jetzt nicht ganz so trivial, aber das Topfbild kommt immer gut. Gell? Jetzt muss ich hier mal so ein Bild aufmalen. Ich brauche 2 Halbspaces. Und also der Mann, der das erfunden hat, hieß Herr Baker. Und der heißt auch Baker Garbage Collection Algorithm. Wir werden noch eine Variante dazu finden, die noch besser ist, aber der ist schon mal ganz gut. Das heißt, man hat 2 Halbspaces, was natürlich zunächst mal schlecht ist, weil man auf einer 32-Bit-Architektur dann maximal 2 Gigabyte bloß hat für das Programm, weil die andere muss man sich ja reservieren. Auf einer 64-Bit-Architektur ist das kein Problem. Es gibt aber noch Varianten, und da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber natürlich gibt es da auch wieder dafür Lösungen. Man muss natürlich nicht 2 Gigabyte-Bereiche, sondern man kann natürlich auch sagen, ich habe hier 128 Megabyte-Bereiche, und zwar viele, und ich habe nur einen, weil einen brauche ich immer zum Rüberschaufeln. Also ich habe viele kleine Töpfe und ich reserviere mir einen kleinen Topf, um einen anderen kleinen Topf freizumachen. Als Beispiel, ja. Also sprich 128 Megabyte Töpfe und da sind überall Dinge drin und ich brauche bloß einen, den ich freihalte und wenn ich jetzt den freischaufeln will, dann hole ich alle raus, die noch leben. Danach ist der ja komplett frei. Und dann hole ich da alle, ziehe da und tue sie da rein und dann kann ich da quasi hier mit kleineren Töpfen, also sprich, jeder hat 128 Megabyte, dann habe ich insgesamt bloß 128 Megabyte von den 4 Gigabyte verschenkt. Aber, also das sind Varianten. Wir kommen nachher noch auf eine ganz andere Lösung, wo man noch einen kleinen Mikrotopf hat dazu, in dem fängt man erstmal an und das ist dann die super Lösung. Aber Schritt für Schritt, damit wir das verstehen. Also im Prinzip hat man 2 Halbspaces, wie groß die sind und wie viel von diesen 2 Halbspaces man hat, spielt jetzt mal keine Rolle, aber fürs Verständnis. Und der eine ist komplett leer am Anfang, ich mache den mal ein bisschen weiter rechts, damit wir mehr Platz haben. Der eine ist komplett leer und tatsächlich brauche ich den auch die meiste Zeit nur virtuell. Das heißt, ich muss eigentlich da nie zugreifen, da passiert da nichts, das Betriebssystem kann die rauspagen, man kann sie sogar temporär eben anmappen, weil man da nie drin arbeitet. Die Speicherallokierung ist übrigens super schnell hier drin. Man hat hier einen Pointer, das ist der Alloc-Pointer. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche 50 Bytes, dann sage ich, okay, da wo der Alloc-Pointer vorher hinzeigt hat, das wird mein Objekt und dann setze ich den Alloc-Pointer einfach um 50 runter. Hier AP, das ist mein neues Objekt. Also Memory Allocation, das was der Malloc macht, das geht hier in 5 Nanosekunden. Müssen wir sich mal geben, gell? Das ist vielleicht 100-mal so schnell wie mancher Malloc. Also das sind die modernen. Das heißt, es geht hier einfach, ist wie Steckallokierung. Steckallokierung ist genauso schnell. Da muss ich bloß ein Offset drauf auf ein Register setzen. Wenn ich den Allocation Pointer im Register halte, was viele Smalltalks oder so tun zum Beispiel, weil das einfach die häufigste Operation ist, Memory Allocation, dann haben die da bei den modernen mit 16 Registern, kann man sich eins dafür reservieren. R15, das ist dann mein Allocation Pointer und wenn jetzt irgendwo ein String allokiert werden muss, dann sagt er einfach add 16 zum Allocation Pointer und dann hat er es. Also move R16 nach R1, add 16 zum R15 und dann habe ich 16 Bytes allokiert.
in zwei Maschinenbefehle und das sind zwei, sind beides Register, da brauche ich nicht mal Memory zugreifen, das geht also super schnell, das geht aus dem Cache raus und was weiß ich. In ein paar Zyklen. Also super schnell. Dann habe ich also jetzt hier richtig schön viel allokiert und natürlich kann ich da drin auch ganz arg viel hin und her verpointern und was weiß ich was machen. Machen wir mal da ein bisschen Struktur rein. Der zeigt da noch drauf. Vielleicht machen wir ein kleineres mal. Ja, das wäre vielleicht wichtig, ja genau, dass wir ein paar große und ein paar kleine haben. Der zeigt auch noch hier rein und da ist ein kleineres drin. So, und was machen wir denn noch? Ein Zyklus brauchen wir auch, damit wir sehen, dass es auch schön kommt. Zyklus, da zeigt der da wieder vielleicht hier hoch. Da haben wir einen schönen Zyklus. Und dann hat er noch eine Referenz hierher, so als Beispiel. Und dann haben wir noch ein paar Leichen von vorher, das zeige ich vielleicht auch noch. Das heißt, hier haben wir noch eine Referenz da rein und der hat eine Referenz da drauf. Und der zeigt da rein und vielleicht nochmal auf sich selber. So. Also, so der Allocation Pointer allokiert und allokiert und allokiert. Das geht schön schnell, super schnell. Jetzt ist er irgendwann mal am Anschlag. Das heißt, ich habe das vielleicht vorher nicht ganz richtig gesagt. Ich brauche ein Add plus Compare. Also ich brauche eigentlich vielleicht zwei Register, wenn ich sie habe. Hier gibt es nämlich einen Allocation End oder End of World Pointer. Und wenn ich den erreicht habe, das heißt, wenn ich da unten am Anschlag komme bin, dann muss ich was tun. Dann muss ich Garbage collecten. Und jetzt kommt unser Spaghetti-Rüber-Move-Operation. Das heißt, jetzt muss ich angefangen von den Roots. Roots gibt es natürlich hier auch. Das sind immer wieder unsere globalen Variablen, die irgendwo reinzeigen. Nehmen wir mal an, ein Root würde hinzeigen auf das da. Jetzt muss ich anfangen bei den Roots, das sind die Spaghettis, die oben über den Rand rausreichen, rüber zu ziehen. Also jetzt ziehen wir mal hier rüber. Was würde ich also machen? Ich sage, okay, der zeigt dorthin, ich muss dieses Objekt hier rüber kopieren, rüberziehen. Das heißt, das Ding hier wird einfach mit einem B-Copy oder Mem-Copy, also mit einer Block-Copy-Operation, die geht super schnell, hierher, was bin ich blöd, natürlich nach oben, hier an den, ich nenne das mal Survivor Space, das ist der Eden Space, der Eden, da wird geboren, ja, da werden neue Objekte geboren, der heißt Eden, doch der heißt auch so in der Literatur, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber ist ein schöner Name, kann man sich merken, und das ist der Survivor Space, die Überlebenden kommen hier rein. Und alle, die erreichbar sind, sind natürlich Survivors. Also das heißt, der Dahanna ist der Erste, der wird anhand dieses Roots rübergezogen, landet hier oben. Habe ich jetzt schon falsch gemalt. So, und damit ich nachher, wenn ich jetzt an dem wieder vorbeikommen sollte, muss ich wissen, dass ich den schon kopiert habe, nicht, dass ich den n-mal kopiere, wenn ich in den Zyklus komme oder sowas. Das heißt, ich brauche sowas Ähnliches wie ein Markbit, ist schon kopiert. Das heißt, hier brauche ich ein Bit forwarded, das forwarded Bit. Ich bin schon geforwardet, ich habe ein Forwarding dorthin und dann muss ich mir merken, wohin es kopiert wurde. Jetzt diesen Bereich hier brauche ich nie wieder, das heißt, den Forward Pointer kann ich da drin reinschreiben. Dann werden wir es nachher sehen, ich brauche nur dieses Bit im Header und dann kann ich irgendein Feld, zum Beispiel unser Tag-Feld oder ein Class-Feld bei einer Programmiersprache wie Smalltalk oder Java, oder sonst irgendein Feld, eine Instanzvariable, ist egal, die haben ja alle mindestens 4 Bytes. Also das heißt, ich habe da Platz für einen Pointer auf 32-Bit-Architektur oder 8, weil ich habe ja immer einen Header, der mindestens eine Class-Information oder einen Tag hat. Und wenn nicht, dann sorge ich dafür, dass ich keine kleineren Objekte als 8 allokieren kann, sodass ich immer Platz habe für einen Forwarding-Pointer. Dann mache ich hier die Forward-Adresse, das ist die gestrichelte. Das heißt, ich merke mir hier, das Ding ist hier gelandet. Jetzt habe ich hier aber nur ein Mem-Copy gemacht, das heißt 1 zu 1 das Zeug rüberkopiert. Das heißt, alle Pointer, die da drüben jetzt gelandet sind, die zeigen jetzt auch hierher. Also das heißt, der hat jetzt hier an der Stelle, nehmen wir mal an, das wäre die Stelle 1, 0 gewesen, also das erste Instanzvariable, dann hat er hier, hat der jetzt einen Pointer nach daher, von dem, den hat er ja kopiert, und den Pointer hier hat er auch kopiert. Der sitzt jetzt da oben an der Stelle 2, der zeigt jetzt hierher auch, zu diesem Objekt. Okay, das mache ich für alle Roots. Wenn ich nur eins habe, wäre ich jetzt schon fertig. Wenn ich mehrere Roots habe, fange ich mit den Roots an und kopiere die ersten Root-Objekte alle so rüber. Dann habe ich hier jetzt einen Survivor, das nenne ich mal Scan-Pointer. Bevor ich das anfange, also bevor ich das erste Root rüberziehe, setze ich den Scan-Pointer ganz am Anfang bei 0.
Game Pointer. Und wenn ich die Roots drüber habe, dann mache ich mit dem Scan Pointer weiter und ziehe nach. Ziehe die, die von dem noch darüber zeigen, ziehe die nach. Das heißt, ich mache das gleiche jetzt mit allen Pointern, die ich hier drin finde. Also ich gehe den ersten Pointer nach, das ist der da, und hole mir das darüber. Jetzt hätte ich vielleicht noch ein paar weniger Pfeile machen sollen, weil das wird nämlich nachher relativ viel hier, aber wenn ihr es dann im Video anguckt, am Ende blickt man nicht mehr durch, wenn dann hier alle Pfeile da sind. Aber wenn es sich jetzt entwickelt, könnt ihr das dann vielleicht nachvollziehen im Video. Also ich ziehe das jetzt hier rüber, das kopiere ich jetzt hierher. Der Pointer, der wird natürlich auch kopiert. Der zeigt jetzt hierher und der Pointer, der zeigt dahin. Das heißt, hier habe ich jetzt auch nochmal einen Pointer daher. Und dann der zweite ist das da unten. Das muss ich auch nachziehen. Also mein Scan-Pointer geht hier innerhalb des Objektes nicht objektweise, sondern pointerweise auch durch. Der muss durch jeden einzelnen Slot durchgehen und hier durchziehen. Tatsächlich ist es so, dass man einen Scan-Pointer hat, der objektweise durchgeht und dann geht man innerhalb des geraden gescannten Objekts einzelne Slots weiter. Weil ich muss ja dann in Abhängigkeit von dem Typ des Objekts unterschiedliche Struktur. Also wenn das ein Cons ist, dann muss ich die zwei Car und Cutter folgen. Wenn es ein Environment ist, muss ich die ganzen Keys und Values und wenn es ein, was weiß ich, ein Continuation-Objekt ist oder ein Objekt, ein Vektor, also sprich ein Java-Objekt mit mehreren Instanzvariablen, dann muss ich über die einzelnen Instanzvariablen drüber gehen. Und bei einem String muss ich gar nichts machen, weil der hat keine Pointer mehr, da kann ich dann gleich weitermachen. Also typischerweise hat man hier einen Scan-Pointer und der ruft dann auf Scan-Objekt und im Scan-Objekt ist dann nochmal ein Switch, der sagt, ist das ein Cons, ist das das, ist das das und macht dann die einzelnen Felder durch, die einzelnen Instanzvariablen durch. Also in jedem Fall käme jetzt, habe ich es vergessen, das da unten noch als nächstes. Ich müsste vielleicht den Objekt mal einen Namen geben. Das kriegt nur, das heißt jetzt mal 1 und dann hätte man hier 1 Strich. Das heißt 2, dann hätte man hier 2 Strich. Und das da unten wäre 3. Und da kommt jetzt hierher 3 Strich. Und 2 Strich habe ich die Pointer schon. 3 Strich hat eine Referenz hier runter auf 4, 5, 6. Hätte vielleicht bei 0, oder bitte? Ich fange nochmal an, sorry, meine Nummerierung war dumm und ich mache nochmal so und fange hier an mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich werde bestimmt auch mit 8 auskommen. Gibt es irgendwo was ich weglassen kann auf die Schnelle? Naja, wir ziehen es halt mal durch. Also das erste war die 8 Strich, das ist das da noch. Das zweite war das da oben, das ist das 2 Strich. Und das dritte ist die Kopie von der 10. Das ist 10 Strich. Und der hat eine. Ach, 10 hat keine Referenz. Okay, stimmt. Richtig. Die geht vom 11er weg. Also 10 hat keine Referenz. Und ich muss natürlich die Forward Pointer dafür nicht vergessen, habe ich hier oben schon vergessen. Das heißt, der wurde geforwardet. Und ich male jetzt mal alle Forward Pointer in einer neuen Farbe vielleicht, damit wir das besser sehen. Ich male die mal in grün. In grün sind die Forward Pointer und blau sind die temporär vielleicht ungültigen. Also grün geht jetzt hier nach, obwohl das brauche ich eigentlich gar nicht, geht hier nach 8 Strich. Grün, der geht hier nach 2 Strich. Ist gut, dass wir Nummern haben, da brauche ich nicht so viele Pfeile. Und der geht, hat eine Forwarding nach 10 Strich. Okay. So, jetzt habe ich die nachgezogen und jetzt setze ich den Scanpointer weiter. Gehe ich hier runter. Also 8 habe ich, 8 hat jetzt quasi den 2er und den 10er nachgezogen. Nächster Knödel, nächste zwei Knödel. Jetzt habe ich den Knödel fertig, jetzt gehe ich mit dem Scanpointer hierher, suche beim 2er. Und zwar, ich scanne hier drin und gehe hier durch. Und was habe ich jetzt hier drin? Hier habe ich eine Referenz auf den da unten, 5er. Also muss ich den 5er nachziehen. Der kommt jetzt hierher, der 5 Strich. Und der 5er kriegt eine Referenz, eine Forwarding-Referenz auf die 5 Strich. Und dann ist hier eine Referenz auf den 6er. Also der hat hier eine Referenz auf den 6er und der hat eine Referenz auf den 8er. Das ist spannend, ja, auf den 8er. Okay, deswegen habe ich das so gemacht, dass da so Dinge vorkommen. Auf den 8er. Das ist alles zu dem Zeitpunkt kein Thema. Jetzt gehen wir weiter. Was war die nächste Referenz, die er noch hat? Was war denn das hier? Ach, das geht hier unten durch. Ah, das ist ganz böse. Hat mir jetzt verwirrt. War das der einzige Zweier? Der Zweier hat schon nichts gehabt, stimmt das? Ja, der Zweier hat Fünfer.
Und auf dem Dreier, den habe ich noch vergessen, den hätte ich eigentlich vormalen müssen. Also der Dreier kommt auch noch rüber. Ach, den lassen wir mal weg, der bringt jetzt nichts. Der bringt jetzt gar nichts Neues. Na, vielleicht doch. Doch. Der bringt nämlich ein Leaf, da geht es nicht weiter hinterher. Okay, also der Dreier kommt auch noch rüber und der landet dann hier, 3-. Und ich habe hier eine Forward-Referenz auf den Dreier, der ist auch forwardet. Das mit dem Forward, da kommen wir nämlich jetzt gleich hin. Jetzt haben wir den Zweier abgearbeitet, jetzt kommt der Zehner. Der Zehner, oh, muss der da runter zeigen. Komm, ich mache die da unten weg, sonst muss ich echt so viel mitkopieren. Ach, der Zehner hat keine Referenzen, ja, aber bei dem kommen wir, bei dem kommen wir nachher gar nicht vorbei, deswegen ist das gar nicht so schlimm, genau, der bleibt ja übrig. Okay, der Zehner hat keine Referenzen, ich gehe hier durch den Zehner durch, der hat keine Referenzen. Kann ich gleich drüber gehen. Dann kommt, also der hat vielleicht bloß Characters drin oder Nillen oder irgendwie Small Integer oder True False oder irgend sowas, was wir halt nicht als Pointer kodiert haben. Mit den Tags, ihr erinnert euch an die Tags. Da kann man ja dann im unteren Tag-Bit Integers zum Beispiel kodieren. Das könnte so einer sein. Okay, jetzt kommt der Fünfer her. Der Fünfer will jetzt erstmal den Sechser nachkopieren. Nein, der fängt an, der erste. Ne, den haben wir schon. Ich habe jetzt aber doch irgendwas vergessen. Den Vierer habe ich nämlich nicht kopiert. Doch, der muss kopiert. Ach, der Fünfer. Nee, der Dreier, der zeigt auf den Dreier. Sorry, ja, der muss nicht kopiert werden. Dankeschön. Jetzt hätte ich mich wieder. Okay. Also, der 3-Strich waren wir. Beim Zehner sind wir fertig. Der Fünfer, im Fünfer waren wir. Der Fünfer holt den Sechser nach. Der zeigt da noch rüber. Also kommt der Sechser rüber. 6-Strich und eine Forwarding. Also die CPU oder euer Programm macht, kommt da weniger durcheinander als ich jetzt, muss ich mal sagen. Und der Sechser hat Gott sei Dank keine weiteren Referenzen mehr. Das heißt auch, okay, jetzt geht es weiter, dann muss ich den. Jetzt wird es spannend. Jetzt komme ich nämlich am Achter. Der Fünfer hat hier noch eine Referenz auf den Achter. Jetzt gehe ich da rüber und stelle fest, der Achter hat eine Forwarding-Markierung. Das heißt, der hat hier den Pfeil gesetzt, der hat dieses Bit gesetzt, markiert, und jetzt kopiere ich ihn nicht rüber, sondern jetzt folge ich einfach dem Forwarding Pointer. Also an der Stelle, wo ich jetzt hier eigentlich gesagt hätte, ich hole einen rüber. Ach so, scheiße, hab's vergessen. Wenn ich einen rüberhole, muss ich natürlich den Pointer hier drin aktualisieren auf das, was ich rüber geholt habe. Sorry. Nur mal ganz ein little bit zurück. Also als der Achter den Zweier nachgezogen hat, ja, folgt er zunächst einmal dieser Referenz rüber, kopiert es rüber und sagt dann beim Scannen von dem Objekt und sagt, jetzt muss ich aber in mir selber die Referenz ersetzen durch das, was ich geholt habe. Das heißt, die ursprüngliche Achterreferenz, die hier rüber gezeigt hat, die zeigt jetzt auf da, wo es hinging. Und genauso was hat er als nächstes geholt? Den Zehner. Als er den Zehner hier geholt hat und gesagt, ich muss den Zehner rüber kopieren, da muss er danach dann die Adresse auf das setzen, wo er es hinkopiert hat. Wir gucken es nachher mal im Code an, da wird es vielleicht ein bisschen verständlicher. Aber, ja. Und dann fällt es hier weg. So, und jedes Mal, wenn ich was rüber, das heißt, ich habe hier nicht nur einen Scanpointer, sondern ich habe hier drin natürlich auch so eine Art Allocation Pointer. Klar, das ist ja genau das gleiche System. Das heißt, ich fange hier ursprünglich auch an mit einem AP, der ganz oben ist. Und jedes Mal, wenn ich ein Objekt rüberhole, setze ich den Allocation Pointer hier weiter runter. Das ist die Adresse, wo der nächste hinkopiert wird. Und wenn ich jetzt einen rüberziehe, weil ich hier eine Adresse verfolgt habe, dann muss ich diesen Pointer, der hier drin steht, durch den AP ersetzen zu dem Zeitpunkt, wo ich es hinkopiert habe. Und damit ziehe ich das dann rüber. Und was ich effektiv mache, also jetzt zurück zu dem Fall, dass wir den Achter hier wieder erreichen über die 5-Copy. Also den Sechser haben wir ja schon rüber kopiert und tatsächlich haben wir auch diese Adresse, die da ursprünglich dort rüber gezeigt hat, hier auf die Kopie gezeigt. Habe ich das jetzt eigentlich überall richtig gemacht? Der Zehner. Ja, aber der Fünfer, das ist das da, genau. Der zeigt hier hin. Der Zehner zeigt nirgendwo hin, aber irgendjemand muss zum Zehner zeigen. Das war auch der Achter. Ach, der zeigt hier hin, genau, zum Zehner. Und wer hat einen Fünfer geholt? Das war der Zweier, der hat einen Fünfer geholt. Der hatte nämlich hier eine Referenz auf den Fünfer und die Referenz auf den Fünfer ging weg
und ging, wird dann ersetzt durch die 5 Copy. So, und jetzt sind wir bei der gewesen, bei der 5er, die ist auch schon weg. Das 6er haben wir rübergeholt, die ist weg. Das ist die 6er Referenz, genau. Und jetzt sind wir dabei, wollen wir den 8er holen, stellen fest, der 8er wurde schon geforwardet, den habe ich schon kopiert. Jetzt hole ich den nicht nochmal, sondern folge dem Forward Pointer und setze den da rein. Das heißt, an der Stelle, wo ich jetzt den 5er da, diesen Pointer verfolge, stelle ich fest, ups, habe ich schon. Also gehe ich da wieder weiter, wo habe ich den hinkopiert, das ist der 8-Strich. Und damit mache ich hier jetzt die Referenz auf den 8-Strich rein. Zack, und es kommt weg. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich das Spiel durchmache, habe ich hier alles rüberkopiert und zwar komprimiert. Keine Fragmentierung mehr, die sind alle dicht. Ich habe einen neuen Allocation Pointer am Schluss, der zeigt mir aufs Ende. Und hier drüben sind nur noch Leichen, die nicht mehr erreichbar sind. Da kann ich nachher einfach sagen, ah, das ist jetzt mein neuer Eden, da mache ich gerade weiter. Und das, was der alte Eden war, wird mein nächster Survivor. Und das nennt man Flip. Flip. So, und jetzt kann man sich noch überlegen, was mache ich, wenn da nicht so arg viel frei wird. Also sprich, wenn ich nach dem Flip hier vielleicht bloß 10% frei habe, na, dann muss ich vielleicht ein bisschen größer machen, damit ich das nächste Mal ein bisschen mehr spiele, damit ich ein bisschen länger spielen kann. Das heißt, das gleiche, das wäre mein Kriterium. Also nach einem Flip ist der Worst Case, dass das Ding genauso voll ist, wie ich vorher war. Dann habe ich nichts frei gewonnen. Und da kann man jetzt Heuristiken machen. Da kann man zum Beispiel sagen, naja, wenn ich da bloß 10% habe, dann mache ich es mal doppelt so groß. Wenn ich 50% habe, dann lasse ich es. Und wenn ich weniger als 20% habe, könnte ich sogar da oben wieder ein bisschen was im Betriebssystem zurückgeben, theoretisch. Und der Survivor Space muss immer maximal, oder ist maximal genauso groß wie der Eden Space. Allerdings, also das klingt alles ganz wunderbar, nur sagt jetzt der ein oder andere, ah, die Kopiererei, das ist ja ganz schön furchtbar und das ist nicht teuer. Effektiv ist es sogar nicht wirklich viel teurer als der Mark and Sweep. Weil der Mark and Sweep muss da durchsweepen und dazu muss alles reingepaged werden. Im Prinzip muss es also erstmal reinkommen. Wenn er dann darauf zugegriffen hat, ist die Cache-Line eh da. Jetzt, was der hier nur noch macht, ist, dass er die Cache-Line, die er dann eh da hat, noch rüberkopiert auf die Seite. Hier schreibt er sequenziell rein. Die Cache-Line ist schon da, weil er hat ja vorher darauf zugegriffen. Und ein Write aus einer Cache-Line raus geht eigentlich nebenher. Bei den meisten CPUs, bei den modernen. Also schreiben kann ich in einen Write-Buffer raus, bloß beim Lesen muss die CPU warten. Also nicht unbegrenzt, natürlich immer bloß ein paar Bytes, weil der Write-Buffer ist nicht beliebig groß. Aber ich kann normalerweise schon irgendwie so 64 Bytes oder sowas schon mal rausschieben. Speziell einzelne Pointer rausschieben und es läuft nebenher bei den modernen CPUs. Und das heißt, die CPU wird immer dann blockiert, wenn sie irgendwo lesen muss und sie ist nicht da. Wenn sie irgendwo hinschreiben muss, ja gut, wenn die Page erst reinkommen muss und nicht schon da ist, dann ist es problematisch. Aber die Page muss nicht rein da sein, weil das ist vorher garbage. Das heißt, die könnte ich mir den Survivor Space, bevor ich anfange, ganz neu mit M-Map holen. Und dann muss da nicht mal was gepaged werden, weil da brauche ich keinen initialen Inhalt. Das heißt, das Ding, der Survivor Space, wird sequenziell geschrieben, das geht fast unter der Hand weg. Und hier lese ich so wie beim Mark and Sweep auch. Das heißt, der verhält sich eigentlich, obwohl er kopiert und auf den ersten Blick doppelt so viel macht wie einer, der bloß liest, ist das eigentlich, geht es unter. Also effektiv ist es die Memory Copy Speed, mit der das rüberkopiert. Das ist auch der Worst Case. Der Worst Case ist übrigens für ihn, dass alles lebt. Weil dann muss er alles umkopieren. Der Best Case ist für ihn, dass alles Garbage ist, dann kopiert er nämlich gar nichts. Und dann scannt er auch nichts. Also sprich, wenn ich ein Programm habe, was brutal viel Garbage macht und bloß Schrott anlegt und es als Argumente übergibt, geschwind mal einen Cons kreiert oder einen Vektor, den übergibt, der untere printet und vergisst es dann wieder und so weiter, dann ist das alles Garbage. Und dann, wenn dann der Flip kommt, dann kopiert er da 3 bis 15 Objekte rüber und das war's. Das macht er dann in ein paar Nanosekunden. Der Worst Case ist, wenn alles lebt. Das heißt, lebende Objekte sind bei dem Garbage Collector Algorithmus teurer als Garbage. Effektiv ist so, wenn alles Garbage ist, braucht er null Zeit. Okay? Das ist der große Unterschied. Und das ist der Hauptunterschied. Also wir kommen jetzt noch zu einem, der noch besser ist, aber der ist schon mal relativ gut. Die ersten Algorithmen, die immer so kommen,
und die implementiert werden, das sind immer solche komischerweise. Und dann erzählt man den Leuten, oh, ihr müsst Garbage vermeiden, das ist so teuer. Und dann kommt irgendwann mal jemand her, der einen vernünftigen Algorithmus reinmacht und dann ist Garbage super billig, sogar billiger. Bis dahin haben die aber angefangen, dann irgendwelche Memory Pools zu implementieren und lauter so ein Mist, der eigentlich kontraproduktiv ist, wenn man da einen guten hat, weil diese Memory Pool, die halten dann Referenzen und halten Objekte am Leben, die eigentlich Garbage sind. Die hat man bloß allokiert, weil man später das Allokieren vermeiden will. Also ihr erinnert euch die ersten, ja, da gab es dann irgendwelche schlauen Zeitschriften, die gesagt haben, wie kann ich da Memory Pooling und dann machen die da irgendwelche Arrays, wo sie sich schon allokierte Objekte halten und dann eine eigene Freilistenverwaltung und lauter so einen Mist machen. Völlig kontraproduktiv. Das muss man alles nachher wieder rausschmeißen, wenn man dann einen gescheiten Garbage Collector hat. Weil das dann hinterher nur stört. Das sind dann alles Referenzen auf solche Objekte, die eigentlich Garbage sind, aus logischer Sicht, aber nur für die nächste Allokierung vorgehalten werden. Ja? Das ist besser, man lässt es einen Garbage Collector machen und dann neu allokieren. Weil das sorgt dann dafür, dass ich immer so einen Bodensatz mitkopieren muss, den ich eigentlich nicht bräuchte, weil der wirklich Garbage wäre. Also da muss man ganz arg aufpassen. So, jetzt also nochmal zusammenfassen. Und wir kommen gleich auf einen, der noch besser ist. Weil der hat natürlich jetzt ein Problem. Angenommen, ich habe jetzt 2 Gigabyte, also richtig schön ordentliches, knackiges Programm, sowas wie Eclipse. Und der hat hier 2 Gigabyte als Arbeitsgeschichten für hin und macht jetzt einen Flip und davon lebt ein Gigabyte. Dann kopiert er halt ein Gigabyte hin und her. Das ist ja alles gut, aber das macht er halt ständig wieder. Wenn er jetzt viel Garbage allokiert, sprich er hat jetzt 1 Gigabyte von den 2 Gigabyte belegt und hat jetzt ein Gigabyte Garbage allokiert, was schnell gehen kann, da müssen wir bloß mal ein bisschen irgendwie über alle Files drüber suchen, String Search, dann liest er jedes File an, ein paar Megabyte, paar hundert Megabyte, liest die Zeilen, scannt sie durch, sucht nach irgendwas, schmeißt die Zeilen wieder weg, vergisst sie. Das geht also relativ fix, das kann man in einer Sekunde kann man schon mal ein Gigabyte allokieren, wenn es drauf ankommt. Und dann ist das also alles allokiert und jetzt möchte er gerne den Speicher frei machen, jetzt kopiert er aber dieses andere halbe Gigabyte, mit dem er eigentlich gar nichts angefangen hat, trotzdem hin und her ständig. Das ist der Nachteil von dem. Das heißt, der kopiert eigentlich zu viel, wenn man so will, weil eigentlich würde man gerne bloß den Garbage haben. Also sprich, mit anderen Worten, wenn ich hier so einen Bodensatz habe, dann landet der Bodensatz immer wieder an der gleichen Stelle, der wird immer wieder mit rüber kopiert. Ja, und unten der Garbage wird ein bisschen zusammengeschoben und da wird wieder Freispeicher gemacht. Wäre es nicht besser, wenn man das jetzt trennen könnte, wenn man sagt, der Bodensatz, der relativ stabil ist, um den kümmere ich mich jetzt erstmal gar nicht. Sondern erst dann, wenn vielleicht mit dem Bodensatz wirklich was passiert. Also sprich, wenn ich mal eine Handvoll Klassen rausschmeiße oder wieder neu lade oder wenn ich mal mein System, was weiß ich, alle Fenster schließe und wieder neu aufmache oder sowas jetzt beim Smalltalk. Ja, aber jetzt, solange ich hier jetzt zum Beispiel habe ich dieses Fenster schon seit einem halben Tag offen. Das, was der jetzt da hat, das hat jetzt einen halben Tag gelebt und diese ganzen Strings, die da drin vorkommen und was weiß ich was alles, warum muss ich das ständig mit hin und her kopieren? Vielleicht machen wir erstmal eine Pause. Bevor ich da weiterkomme, weil jetzt kommt nämlich die nächste Geschichte, also nach dem Baker, dass das Grundprinzip ist, kommt jetzt nach der Pause zum Vorbereiten der Generation Scavenging. Okay, Pause.